begrüße Sie zum Medientermin nach dem Spiel mit unserem Trainer Matteo Vanetta. Giorgio Contini lässt sich entschuldigen nach Absprache mit uns, weil es sehr lange gedauert hat mit den Feierlichkeiten. Und das verstehen wir natürlich und haben gesagt, das ist für uns okay so. Matteo, ein sehr aufwühlender Nachmittag mit einem schönen Spiel und vielen Ehrungen. Bitte deine Analyse und dein Kommentar zum heutigen Nachmittag hier im Wankdorf. Ja, ich glaube, das war ein sehr schöner Nachmittag für die Spieler. Die werden den Verein verlassen. Also Suki, Guy, die könnten noch spielen und Guy noch eine Parade gemacht hat. Eddie Milson und Varga, sie sind alle ins Spiel gekommen oder vom Anfang an gespielt. Wir wollten unbedingt mit einem guten Gefühl in Ferien gehen, nach einer sehr schwierigen Saison. Wir wollten auch ein gutes Fest, wenn ich kann so sagen, um diese vier Spiele zu schenken für das letzte Spiel hier in Wankdorf. Ich glaube, das Publikum hat auch seine Rolle gespielt. Spielerisch, wir waren im Spiel vom Anfang an. Für das zweite Spiel in der Folge haben wir in der ersten Minute schon sofort getroffen. Diese Effizienz könnten wir noch besser haben, weil in der ersten Halbzeit könnten wir schon mit 3 oder 4 Toren in Führung sein. Haben wir ein bisschen das verpasst. Dann haben wir 10-15 Minuten gehabt, wo wir waren in Schwierigkeiten in der zweiten Halbzeit. Zum Glück. Und haben wir die Ausgleich nicht bekommen. Ich glaube, da haben wir wirklich ein Loch gehabt vom Intensität. Wir könnten nicht mehr rauskommen von unserer Zone. Getze hat sehr gut gespielt in diesem Moment, von rechts nach links mit sehr breiten Spielern. Aber haben wir solidarisch verteidigt. Und dann am Ende, in den letzten 20 Minuten, 25 Minuten, haben wir wieder das zweite Goal getroffen und der dritte dann in einer Kontersituation, wo wir haben sehr gut mit unseren Qualitäten gemacht. Vielen Dank. Bitte Ihre Fragen per Mikrofon. Wir starten. Ja, Matteo, mit welchem Gefühl gehen Sie in die Ferien erstens und zweitens, was denken Sie, sind Sie im Juni immer noch IB-Trainer? Also zuerst, ich gehe mit einem Gefühl von heute, von den letzten 5-6 Spielen, mit einem positiven Gefühl. Klar, wenn ich eine kleine Bilanz machen muss von diese Spiele, ich bin selbstkritisch, ich bin unzufrieden. Haben wir zu viele Punkte verloren? Haben wir zu viele Punkte dumm verloren? Mit Sachen, das könnten wir anders machen. Aber am Ende, ich glaube, das minimale Ziel war, europäisch zu sein. Das haben wir erreicht. Das war unglaublich wichtig für den Verein, nächste Saison europäisch sein. Mit den Emotionen von heute gehe ich zum Glück mit einem guten Gefühl und guten Emotionen in Ferien. Zuerst habe ich noch ein paar Tage zum Arbeiten. Für die zweite Frage kann ich nicht antworten. Wir werden sicher zusammensetzen mit der Sportkommission und der WUJU in den nächsten Tagen. Ja. Ja, Matteo, du hast uns vor ein paar Monaten, waren es glaube ich auch schon gesagt, dass wenn du dieses Minimalziel, diesen dritten Rang erreichst, dann müsste oder könnte es eigentlich Kontinuität geben auf der Trainerposition oder in dieser Zusammensetzung, in der der Staff jetzt ist. Ist das jetzt dein wichtigstes Argument, diese Europacup-Qualifikation? Nein. Ich glaube, ich bin ein Typ, der redet immer über den Weg, um ein Resultat zu finden oder zu bekommen. Und ich glaube, für mich ist ein Resultat klar wichtig. Das ist unglaublich wichtig, ein Resultat. Aber zuerst müssen wir analysieren, wie wir sind gekommen um die Resultate oder um wenige Resultate am Anfang. Ich glaube, wir haben unglaublich viele Widerstände gehabt diese Saison. Wir müssen auch akzeptieren, dass wir haben den Titel verloren diese Saison. Und im Moment war es schwierig, das zu akzeptieren für die Spiele. Aber leider waren wir voll in der Meisterschaft. Also diese,
diese Vorarbeiten, kann man so sagen, Vorarbeiten von diesem Gefühl hat unglaublich viel Energie an die Spieler gekostet und das hat einen großen Einfluss gehabt, um unsere Leistung in eine gewisse Phase, gewisse Phase. Weitere Fragen? Wenn das nicht der Fall ist, besten Dank allen Zuschauerinnen und Zuschauern für die Unterstützung, für die wunderbare Stimmung im Stadion und euch allen eine gute Sommerpause und dann auf in der neuen Saison. Danke vielmals und bis bald. Danke.